Herzlich willkommen zum 9. Input-Block im Seminar Grammatik. Wir wenden uns heute zum zweiten Mal der Syntax zu, nachdem wir im letzten Block Konstituenten, Phrasen und Satzglieder besprochen haben und hergeleitet haben und diagnostiziert haben durch Konstituententests. Wenden wir uns jetzt nochmal den Satzgliedern zu und schauen deren syntaktische Funktionen an. Hier ist die Literaturgrundlage für diesen Block. Was Sie hier sehen, diese Literaturgrundlage, das ist das, was ich Ihnen in diesem Video aufbereitet habe. Die Fragen, die wir uns stellen werden, sind: Was ist überhaupt ein Satz? Gibt es eine Definition vom Satz, die inklusiv und exklusiv genug ist, um den Satz hinreichend abzugrenzen? Was sind die Bestandteile des Satzes? Und was sind und welche Eigenschaften haben Prädikate, Subjekte und Objekte? Beginnen wir mit der gewichtigen und zentralen Frage in der Syntax: Was ist ein Satz? Jetzt ist es so, dass wir alle schon sowas wie eine intuitive und vielleicht auch mehr oder weniger vage Vorstellung davon haben, was ein Satz ist. Hier käme sowas in Frage, beispielsweise wie: Ein Satz ist das Geäußerte zwischen bestimmten Interpunktionszeichen, oder ein Satz ist das Geäußerte zwischen zwei Sprechpausen oder zwischen zwei Momenten der Stille, oder auch: Ein Satz ist das Geäußerte, sofern es einem Gedanken entspricht, also mit anderen Worten ein in Worte gefasster Gedanke. Und hier gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sowas wie eine intuitive Vorstellung von einem Satz zu explizieren. Jetzt ist es so, dass man wissenschaftlich oder auch anwendungsbezogen mit ganz verschiedenen Erkenntnisinteressen daran gehen kann, zu definieren, was ein Satz ist. Und man kann das auch aus verschiedenen theoretischen Perspektiven tun. Und deshalb hat es in der Geschichte der Sprachwissenschaft, der Linguistik und auch der germanistischen Linguistik schon eine Vielzahl von Satzdefinitionen gegeben. Die sind auch schon mal gesammelt worden. Die Anzahl war dreistellig. Und ich möchte jetzt mit Ihnen ein paar Grundideen oder Grundperspektiven, aus denen man Satz charakterisieren kann, durchgehen. Man kann zum Beispiel sagen, ein Satz ist eine logisch-kognitive Einheit. Man könnte zu logisch-kognitiver auch psychologische Einheit sagen. Dann würde man den Satz als so etwas wie ein Gedanke, der aus Gedankenteilen besteht, definieren. Man kann einen Satz aber auch als logisch-philosophische Einheit definieren. Dann gibt man dem Satz, oder dann hat der Satz, dann ist der Satz eine Form einer logischen Aussage. Das heißt, Sie haben eine logische Aussage, die können Sie auch vielleicht in der logischen Formelsprache ausdrücken. Und ein Satz einer natürlichen Sprache wie Deutsch, der würde einer solchen logischen Aussage eine Form geben. Man könnte auch sagen, ein Satz ist eine grammatische Einheit mit Subjekt und Prädikat. Und hier wäre eine Möglichkeit, das auszubuchstabieren, zu sagen, der Satz ist zum Beispiel eine Substantivgruppe oder eine Nominalphrase im Nominativ plus ein Komplex aus einem finiten Verb und Ergänzungen, so wie wir das auch bei den Satzgliedern in der letzten Sitzung gesehen haben. Also eine grammatische Definition für die Einheit Satz, keine philosophisch-logische und keine logisch-kognitive. Man könnte auch sagen, eher informationstheoretisch, dass ein Satz der Ausdruck einer vollständigen Mitteilung oder Botschaft ist. Dann ist der Satz eben ein Komplex von Informationseinheiten, die übertragen werden von einem Sender zu einem Empfänger. Man könnte
ganz pragmatisch, also handlungstheoretisch sagen, dass ein Satz die Entsprechung eines Sprechakts ist, dann würde man den Satz als kommunikative Handlung begreifen. Oder man könnte auch sagen, und dann geht es hier um die äußere, um die physikalische Form eines Satzes, ein Satz als intonatorisch oder durch Satzzeichen abgeschlossene Einheit, also der Satz als eine wahrnehmbare Einheit, sei das nun hörbar oder sehbar. Man könnte auch sagen, ein Satz ist alles oder jede sprachliche Einheit, die ein finites Verb enthält. Dann würde man hier eine Definition vorziehen, in der man den Satz rein als grammatische Form definiert, nämlich über ein finites Verb. Und jetzt hat man hier sehr viele verschiedene Satzdefinitionen zur Verfügung, die den Satz aus verschiedenen Perspektiven betrachten und auch vielleicht aus verschiedenen Erkenntnisinteressen. Und wenn wir uns jetzt mal konkrete sprachliche Äußerungen anschauen, wie der König von Frankreich hat eine Glatze, rauchen Sie bitte in diesen Räumen nicht, dann wäre wahrscheinlich bei allen diesen genannten Definitionen oder sagen wir Rumpfdefinitionen, würden diese beiden Sätze als Sätze gelten. Das heißt, hier würden verschiedene Definitionen darin übereinstimmen, das als Satz zu bezeichnen. Strittiger wäre das dann in den anderen hier aufgeführten Beispielen. Beispielsweise in diesen Räumen bitte nicht rauchen. Hier sehen Sie zum Beispiel kein finites Verb. Oder nein oder aua. Hau ab, das ist dann vielleicht noch eine sprachliche Äußerung, eine sprachliche Handlung, aber das ist vielleicht keine logisch-kognitive Einheit mehr und auch vielleicht keine logische, auch nicht in logische Aussagenform zu bringen. Oder verdammt, und wieso das denn? Hier würden dann nur noch manche der Satzdefinitionen das als Sätze definieren, andere nicht. In einer der bekanntesten deutschen Grammatiken, der IDS-Grammatik, also der Grammatik vom Institut für Deutsche Sprache, die definiert den Satz als eine wohlgeformte syntaktische Einheit, die stets ein finites Verb enthält. Das war auch unter den Rumpfdefinitionen, die ich Ihnen eben schon aufgeführt habe. Die würden jetzt zum Beispiel bitte rauchen Sie in diesen Räumen nicht als Satz definieren und hau ab ebenso, weil das wohlgeformte syntaktische Einheiten sind, die ein finites Verb enthalten, aber die anderen nicht. Bitte in diesen Räumen nicht rauchen enthält ein infinites Verb und die anderen enthalten gar keine Verben. Deshalb sind das auch für die IDS-Grammatik keine Sätze. Die IDS-Grammatik grenzt aber von dem Satz noch eine andere Einheit ab, nämlich eine kommunikative Minimaleinheit. Das ist auch eine syntaktisch geordnete und syntaktisch selbstständige Äußerung, mit der ein Sprechakt vollzogen werden kann und die deshalb oder die begleitend zu dieser Eigenschaft auch ohne finites Verb auskommen kann. Und dann hätten wir eben auch nicht nur Sätze als kommunikative Minimaleinheit, also Sätze im grammatischen Sinne auf der linken Seite, sondern eben auch solche Äußerungen wie verdammt und wieso das denn und hau ab und nein und aua. Denn das sind zum Teil oder alle syntaktisch selbstständige Äußerungen, mit denen ein Sprechakt vollzogen werden kann und die dann kein finites Verb haben. Aber das ist dann wohlgemerkt eine kommunikative Minimaleinheit, das ist eine pragmatische oder eine teilweise pragmatische Definition eines Satzes, während die Definition auf der linken Seite eine rein formale Definition des Satzes ist. Und die IDS-Grammatik behält das Merkmal Satz eben genau für diese formalen Einheiten bereit, während andere Einheiten
Die kommunikativen Minimaleinheiten, die haben auch ihre Rolle in der Sprache, sogar eine sehr prominente, aber das ist zum Teil unabhängig von der Satzhaftigkeit von sprachlichen Äußerungen und eher eine pragmatische Einheit. Henschel und Weidt, das sind diejenigen, deren Darstellung diesem Video zugrunde liegt, die weichen jetzt ein bisschen von der IDS-Grammatik ab und sagen, dass solche nicht satzförmigen Konstruktionen wie verdammt und wieso das denn in vielen Kontexten angemessener sind als vollständige Sätze, weil sie idiomatischer sind. Das heißt, die sind festgefügt, die sind als Ganze für uns aus dem Gedächtnis abrufbar und haben auch eine besondere Bedeutung, die sich nicht immer aus den Einzelteilen ergibt. Und Henschel und Weidt betonen ebenfalls, dass auch Syntagmen ohne finites Verb syntaktische Regularitäten aufweisen. Und das, sagen sie, soll das Kriterium für das Vorliegen eines Satzes sein, nämlich die syntaktische Selbstständigkeit einer Konstruktion. Und da hätten wir jetzt eben auch sowas wie, wieso das denn? Und ich zitiere hier Henschel und Weidt zu diesem Punkt, weil der Punkt ist wichtig genug. Es geht immerhin um die Definition des Satzes. Also das Kriterium der syntaktischen Selbstständigkeit erlaubt auch Fügungen, die nur aus Partikeln bestehen, aua, Aufforderungen, hau ab, mit Infinitiven oder, also sowas wie abhauen, und Aufforderungen mit Infinitiven oder selbstständige Ausrufe, verdammt, als Sätze zu betrachten. Zugleich werden dabei komplexe Satzgefüge als Einheiten aufgefasst, auch wenn ihre Inhalte mehrere Propositionen, also mehrere Gedanken, mehrere Aussagen zum Ausdruck bringen. Ein Satz kann auf einer anderen Beschreibungsebene stets zugleich auch als Sprechakt beschrieben werden. Also der Satz bei Henschel und Weidt umfasst das, was in der IDS-Grammatik Satz heißt, sowie auch das, was in der IDS-Grammatik kommunikative Minimaleinheit heißt, sofern das eben syntaktisch selbstständig ist. Damit sind für Henschel und Weidt eben diese ganzen Beispieläußerungen hier Sätze. Jetzt ist es so, das haben wir auch in der letzten Sitzung schon gesehen. In den meisten Fällen setzt sich aber ein Satz aus mehreren Elementen zusammen, die in bestimmten syntaktischen Relationen und Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen und dem Satz gemeinsam seine Struktur geben. Ich sage hier nur die Stichwörter Rektion, Kongruenz und Valenz, weil Sie das im letzten Video schon gesehen haben. Das heißt, in diesem Aber-Satz hier, in den meisten Fällen setzt sich ein Satz Aber aus mehreren Elementen zusammen. Hier gehen Henschel und Weidt dann mehr oder weniger doch wieder zurück zu einer formalen Satzdefinition, die der Satzdefinition von der IDS-Grammatik sehr ähnelt. Und wenn wir jetzt die Elemente mal anschauen, die Satzteile, aus denen Sätze bestehen, dann können wir hier selbstständige Satzteile finden und ein unselbstständiges Satzteil. Und die selbstständigen Satzteile, die heißen Satzglieder und deren syntaktische Funktionen wären Subjekt, Objekt, Adverbialbestimmung und in Klammern gesetzt das Prädikat, weil das von vielen nicht als Satzglied mitgezählt wird. Und bei den unselbstständigen Satzteilen finden wir die sogenannten Satzgliedteile. Und das wäre das Attribut. Sie haben beim letzten Mal schon gesehen, die Satzglieder, die können wir durch mehrere Konstituententests herausfinden, zum Beispiel durch den Fragetest, den Permutationstest oder den Vorfeldtest. Und Sie haben auch gesehen, die unselbstständigen, die findet man zum Teil mit dem Eliminationstest heraus. Wichtig hier ist, dass wir
Unabhängig davon, ob es sich um ein Satzglied handelt oder um ein Satzgliedteil, die zusammen Satzteile nennen und dass die Satzteile sich dann eben in Selbstständige und Unselbstständige unterteilen, wobei wir zu den selbstständigen Satzglieder sagen und zu den unselbstständigen Satzgliedteile. Und wir gehen jetzt daran, die Elemente von der linken Seite, also die Satzglieder, deren Funktionen nacheinander durchzugehen. In diesem Video wird das Prädikat, das Subjekt und das Objekt sein und da beginnen wir mit dem Prädikat. Die Frage ist zunächst einmal, was gilt in einem Satz als Prädikat? Da gibt es schon eine lange Tradition und in der Antike und im Mittelalter waren Logik und Grammatik eng verknüpft und das Prädikat galt da als die Satzaussage, also die etwas über einen Satzgegenstand, das wäre dann das Subjekt, aussagt. Das heißt, wir haben immer eine Zweiteilung eines Satzes in Subjekt und Prädikat und das ist auch gleichzeitig eine logische Einteilung und daran erkennen Sie die Verknüpfung, die enge Verknüpfung oder sogar die unauflösliche Verknüpfung von Logik und Grammatik in der antiken und mittelalterlichen europäischen Denktradition. Also in Sokrates ist sterblich, wäre ist sterblich das Prädikat und in Sokrates hat Bürger ausgefragt, wäre hat Bürger ausgefragt das Prädikat. In der Neuzeit trennen sich dann Logik und Grammatik in separate Gebiete und modernere Grammatiken unterscheiden sich jetzt darin, was sie als Prädikat definieren. Und das ist dann auch eine vor allem grammatische Definition des Prädikats, nicht mehr zugleich auch eine logische. In diesen verschiedenen Definitionen, was modern das grammatische Prädikat sein kann, da sind sich die Theorien nur in einer Sache einig, nämlich darin, dass das finite Verb der Kern jeder Prädikation ist, also auch jedes Prädikats. Und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das grammatische Prädikat zu definieren. Manche Definitionen setzen darauf, alle Satzteile außer dem Subjekt als Prädikat zu definieren. Das ähnelt der antiken und mittelalterlichen Strategie. Also er hat auf dem Marktplatz erneut Leute befragen wollen. Da wäre alles bis auf das Subjekt eben das Prädikat. Dann gibt es Ansätze, die das Verb und die valenzgebundenen Satzglieder als Prädikat bezeichnen. Also er hat auf dem Marktplatz erneut Leute befragen wollen. Also hat wollen wäre dann das Verb und hat befragen wollen, Entschuldigung, und Leute wäre das valenzgebundene Satzglied, das von Befragen gefordert wird, dann wären diese Elemente das Prädikat. Dann wären in anderen Ansätzen die vom finiten Verb abhängigen Verbteile und das Prädikativum das Prädikat. Also vom Finitum abhängige Verbteile, das heißt andere Verben, die dann aber infinit sind, und das Prädikativum. Er hat auf dem Marktplatz erneut Leute befragen wollen. Hier haben wir kein Prädikativum, aber wir haben ein Finitum und abhängige Verbteile. Das wären hat und befragen wollen. Nach einer solchen Definition wären diese drei Elemente das Prädikat. Und dann gibt es auch noch solche Ansätze, bei denen der Verbkomplex aus finiter und infiniten Verbformen das Prädikat sind. Das wären hat und befragen wollen, aber kein Prädikativum. Und Henschel und Weidt sagen, dass diese ersten beiden Definitionen ihnen zu weit sind und dass die letzte ihnen zu eng ist, wenn es nur um den Verbkomplex geht. Und sie sagen, das Prädikat ist das Finitum, die abhängigen Verbteile, die vom Finitum abhängigen Verbteile und das Prädikativum. So, aus welchen Teilen bestehen jetzt die Prädikate? Es gibt einteilige Prädikate, das haben Sie
jetzt wahrscheinlich schon erschlossen. Die bestehen nur aus einem finiten Verb, zum Beispiel Sokrates schläft wenig. Und daneben finden wir auch mehrteilige Prädikate, die bestehen aus einem finiten Verb plus ein lexikalischer oder grammatischer Prädikatsteil. Einen lexikalischen Prädikatsteil finden wir in so Sätzen wie er hält Maß, also Maß halten, er fragt sie aus, ausfragen. Und grammatische Prädikatsteile finden wir in sowas wie er hat geschlafen und er ist beschimpft worden. Warum sind die einen auf der linken Seite lexikalisch und die anderen auf der rechten grammatisch? Schauen wir uns an, welche lexikalischen Prädikatsteile es so gibt. Das können Substantive sein. Sie fährt Rad oder sie hat Recht. Recht haben, Rad fahren. Adjektive. Sie hämmerte es platt, platthämmern. Verbpartikeln. Sie fährt es um, sie fährt weg. Funktionsverbgefüge. Sie bringt es zum Ausdruck, etwas zum Ausdruck bringen. In Erfüllung gehen. Infinitive, sie geht arbeiten, arbeiten gehen. Und Reflexivpronomen, er benimmt sich. Und der Punkt, warum die alle lexikalisch sind, ist, weil sie eine relativ konkrete lexikalische Bedeutung jeweils haben und eng mit dem Verb verbunden sind. Demgegenüber sind grammatische Prädikatsteile Infinitive und Partizipien. Das also mit anderen Worten andere Verben, aber in infiniter Form. Er will sie fragen, also fragen wollen, er will sie gefragt haben wollen, er hat sie fragen wollen und mit Partizipien, sie wollte gefragt worden sein und er will sie gefragt haben. So, was ist jetzt das Prädikativum, das eben auch noch zum Prädikat zählen soll, neben lexikalischen und grammatischen Verbformen bei mehrteiligen Prädikaten? Das Prädikativum ist nun kein Verbteil, sondern etwas anderes, aber es ist immer noch Teil des Prädikats. Und es gibt jetzt zwei Arten, zwei Großgruppen von Prädikativa, das sind Subjektsprädikativa und Objektsprädikativa. Und die Subjektsprädikativa, die tauchen immer auf in Sätzen mit einer Subjekt und mit einem Subjekt und einer Copula, einem Copula-Verb. Und die Objektsprädikativa tauchen immer auf in Sätzen mit Subjekt, Copula, Verb und Objekt. Schauen wir uns erstmal die Subjektsprädikativa an. Da haben wir so Beispiele wie ich bin eine Lehrerin, ich Subjekt bin Copula, du bleibst eine Lehrerin, sie werden Lehrerinnen und hier ist eben Lehrerin, eine Lehrerin oder Lehrerinnen, das sind die Subjektsprädikativa hier und die haben hier den Typ prädikatives Substantiv. Hier wird also sowas wie eine Identität hergestellt zwischen dem Subjekt und dem Subjektsprädikativum. Ich eine Lehrerin, du eine Lehrerin, sie Lehrerinnen. Und die Copula können sein, bleiben oder werden sein. Es gibt aber auch prädikative Adjektive, dann ist das Prädikativum ein Adjektiv. Ich bin ihm teuer, du bleibst ihm teuer, sie werden ihm teuer. Dieses ihm ist hier abhängig von teuer, regiert von teuer und teuer ist hier der Kopf sozusagen und deshalb ist das ein prädikatives Adjektiv. Ich bin in der Dusche, da haben Sie eine prädikative Präpositionalphrase, das Prädikativum ist also eine Präpositionalphrase, das funktioniert aber nicht mit werden, aber mit sein und bleiben. Ich bin hier oben, da sehen Sie, das Prädikativum kann auch eine Adverbphrase sein. Hier sehen Sie, das kann auch eine Genitivkonstruktion sein, guten Mutes sein. Und das kann sogar ein Satz sein. Ich bin, der ich bin, du bleibst, wovor dich alle gewarnt haben und sie werden,
was sie sich gewünscht haben. Dann geht das auch im Passiv. Ich werde ein gemeiner Kerl genannt. Sie werden gemeine Kerle genannt. Das ist eine Passivstruktur als Prädikativum. Und dann kommen wir schon zu den Objektsprädikativa. Die funktionieren ganz ähnlich, nur dass diese Identitätsrelation nicht zwischen dem Subjekt und dem Prädikativum hergestellt wird, sondern zwischen dem Objekt und einem Prädikativum. Man nennt mich einen gemeinen Kerl, man heißt dich einen gemeinen Kerl, man schilt sie gemeine Kerle. Das heißt, hier sind die Objekte diejenigen, die diese Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Und hier haben wir als Objektsprädikativum wiederum eine NP, einen gemeinen Kerl. Das geht auch mit anderen Formen, weil hier diese Gleichsetzung mit dem Akkusativ erfolgt, also mit dem Objekt, spricht man hier auch von Gleichsetzungsakkusativen. Das können auch Adjektive sein, diese Objektsprädikativa. Man nennt mich hinterlistig. Hier gibt es aber stärkere Restriktionen. Man heißt dich hinterlistig, funktioniert nicht. Und man schilt sie hinterlistig. Da kann man jetzt drüber streiten, ob man das sagen kann oder nicht. Das können auch prädikative Adverbialphrasen sein. Laut Henschel und Weidt, man findet mich ganz in Ordnung, man findet dich ganz in Ordnung. Ich würde hier meinen, das sind eigentlich Präpositionalphrasen anstatt Adverbphrasen. Aber auch darüber kann man jetzt streiten. Das war's schon zum Prädikat und jetzt schauen wir uns das Subjekt als Satzglied an, was das für Eigenschaften hat. Welchen Status hat das Subjekt in der klassischen Logik? Das haben wir eben beim Prädikat zum Teil schon gesehen. Der Satz besteht in der klassischen Logik aus einem Subjekt und einem Prädikat, wobei das Subjekt den Satzgegenstand darstellt und das Prädikat die Satzaussage, die über diesen Satzgegenstand getroffen wird. Subjekt bedeutet wörtlich sowas wie das Unterworfene, und das können Sie sich so erklären, dass der Satzgegenstand, das Subjekt, dem Prädikat der Satzaussage unterworfen ist, in dem Sinne, dass es unter diese Aussage drunter fällt. Oft wird Subjekt auch mit Handlungsträger übersetzt. Vor dieser Übersetzung möchte ich Sie warnen. Das Subjekt ist manchmal ein Handlungsträger, aber keineswegs immer. In Sätzen wie Sokrates wird beschimpft, ist das auf jeden Fall kein Handlungsträger, sondern gerade das Gegenteil, nämlich das Handlungserleidende. Und deshalb spricht man besser von Satzgegenstand oder noch besser einfach vom Subjekt, weil man das rein grammatisch auch definieren kann. Welche grammatischen Eigenschaften hat das Subjekt im Deutschen? Und hier sind wir dann eben auch in der gegenwärtigen Charakterisierung des Subjekts, nicht mehr in der antiken Logik. Wir können auf jeden Fall sagen, das Subjekt steht immer im Nominativ. Wir können sagen, der Hai greift an, aber nicht dem Hai greift an. Das Subjekt konkurriert mit dem finiten Verb fast immer in Person und Numerus. Der Hai greift an, aber nicht der Hai greifen an. Fast immer, es gibt bestimmte Kollektiva, bei denen wir auch noch im Neuhochdeutschen oder mindestens im Mittelhochdeutschen sowas finden wie ein Singular-Subjekt, das mit einem Plural-Verb konkurriert oder beziehungsweise nicht konkurriert. Wenn Sie in die Lutherbibel reinschauen, da finden Sie so Aussagen wie das Volk versammelte sich und gingen davon. Also das Volk versammelte sich und gingen davon, weil das Volk zwar grammatisch ein Singular ist, aber semantisch ein Plural. Sowas kann auch passieren. Drittens, das Subjekt tritt nur mit finiten Verben in finiten Sätzen auf. Das heißt, der
Hai greift Badegäste an. Da haben Sie ein Subjekt und ein finites Verb. Aber wenn Sie sowas haben wie Badegäste angreifen oder Badegäste anzugreifen, dann können Sie da kein Subjekt dabei haben. Also der Hai Badegäste angreifen oder der Hai Badegäste anzugreifen, das ist nie wohlgeformt. Und daran sehen Sie, dass die Anwesenheit eines Subjekts gebunden ist an die Finitheit des Verbs. Kein finites Verb, kein Subjekt. Und das Subjekt wird mit wer oder was erfragt. Wer oder was greift Badegäste an? Der Hai. So, welchen Status hat das Subjekt in Grammatiken? In der traditionellen Dependenzgrammatik ist das so, dass da gesagt wird, das Subjekt hängt vom Verb ab und genauso auf die genau gleiche Weise wie auch Objekte und Adverbialbestimmungen. Und das ist halt eben deswegen auch gleichrangig unter den Satzgliedern mit Objekten und Adverbialbestimmungen. In der traditionellen Konstituentengrammatik ist das so, dass Subjekt und Prädikat gleichrangige Konstituenten des Satzes sind. Aber hier sehen Sie, Subjekt und Prädikat hängen zusammen von einem Satzknoten ab. Unter der Verbalphrase finden Sie dann das Objekt und das Verb. Das heißt, hier haben Sie es mit einer anderen Struktur zu tun als in der Dependenzgrammatik. Jetzt können wir fragen, hat das Subjekt einen Sonderstatus unter den Satzgliedern? Also so wie das eher eben in dem Konstituentenbaum dargestellt worden ist. Und da können wir eben wieder auf den Punkt zurückkommen, dass das Subjekt nur in finiten Sätzen auftritt. Also in Sätzen mit finiten Verben. Ich verspreche, dass ich am Freitag zu dir komme. Wenn da komme steht, brauchen wir das Subjekt. Und wenn komme steht als finites Verb, dann können wir das Subjekt auch nicht weglassen. Dann wird der Satz ungrammatisch. Aber wenn ich sowas sage wie ich verspreche, am Freitag zu dir zu kommen, dann ist das Subjekt nicht da, es darf auch nicht da sein, wenn das ein wohlgeformter Satz werden muss. Und deshalb hat man auch in jüngeren Grammatiktheorien, auch in der Dependenzgrammatik, dem Subjekt tatsächlich einen Sonderstatus unter den Satzgliedern zugewiesen und gesagt, das Subjekt hängt nicht gleichrangig vom Verb ab wie auch andere Satzglieder, sondern das Subjekt hängt von der Finitheit ab und die anderen Satzglieder hängen vom Verb ab. Das sehen Sie dann hier in einer veränderten dependenzgrammatischen Darstellung. Und in der konstituenten Grammatik hat das dazu geführt, dass man der Finitheit sogar eine eigene Konstituente sozusagen zugebilligt hat, nämlich die IP, die Inflectional Phrase, die Inflektionsphrase, die die Finitheitsinformation trägt. Und hier rangiert jetzt das Subjekt mit der Finitheit auf der gleichen Ebene und das Objekt hängt wiederum von anderen Elementen ab oder ist Teil der Verbalphrase. So, welche grammatischen Einheiten können als Subjekt fungieren? Das sind sehr viele Substantive und Pronomen bzw. Nominalphrasen, das ist klar. Der Hai greift Badegäste an, er greift Badegäste an, der weiße Hai Willibald, der Hai mit der Harpune im Rücken, jemand, der auch Badeklamotten frisst. Das sind alles simple oder komplexe Nominalphrasen, die hier Subjekt sein können. Dann aber auch sowas wie substantivierte Zahlwörter. Einer greift Badegäste an, zwei bevorzugen Haushunde, dann substantivierte Adjektive. Lila ist die Farbe des Neids, das dunklere Lila. Er erinnert mich an die Abenddämmerung. Das ist natürlich auch eine Nominalphrase, aber eben aus einem
substantivierten Adjektiv. Nebensätze. Ihn stört, dass der Hai Badegäste angreift. Wer oder was stört ihn, dass der Hai Badegäste angreift? Substantivierte Infinitive ebenso. Trinken ist wichtig. Übermäßiges Trinken schädigt das Gehirn. Auch Infinitive mit zu. Viel zu lesen ist etwas, auf das ich nicht verzichten möchte. Und auch erweiterte Infinitive mit zu. Schwierige Texte gelesen zu haben, hat mir im Studium viel geholfen. Wer oder was hat mir im Studium viel geholfen, schwierige Texte gelesen zu haben? Dann auch metasprachlich gebrauchte Ausdrücke, mit denen kann man tatsächlich eigentlich alles machen. Aramsamsam ist ein metasprachlich gebrauchter Ausdruck. B kann morphologisch und syntaktisch nicht vom Stamm getrennt werden. Wer oder was kann morphologisch und syntaktisch nicht vom Stamm getrennt werden? B. Und damit ist B, wenn man es metasprachlich gebraucht, eben auch ein mögliches Subjekt. Jetzt zum Spezialfall des Pronomens S. Welche Subjekt- und subjektähnlichen Funktionen hat dieses S? Also S kann zunächst einmal als echtes Subjekt fungieren, und zwar dann, wenn es ein echtes Pronomen ist, das Stellvertreterfunktion hat. Mein Kind ist krank, es ist erkältet. Hier verweist es auf das Kind natürlich. Es gibt aber auch es als leeres Subjekt. Zum Beispiel bei Witterungsverben wie regnen oder auch sowas wie es ist spät, es regnet. Hier gibt es semantisch keinen Teilnehmer, nichts, was semantisch vom Verb gefordert würde, was regnet oder was spät ist. Sie können eigentlich nicht sinnvoll fragen, wer oder was regnet. Es ist keine gelungene Antwort darauf. Deshalb ist das ein semantisch leeres Subjekt und das ist nur da, um eine wohlgeformte Satzstruktur zu erzeugen. Dann gibt es ein sogenanntes explitives Es. Das ist da, so ähnlich wie ein leeres Subjekt, das ist nur da, um das Vorfeld zu besetzen in Sätzen, die kein Topic haben. Und das ist dadurch auch kein echtes Subjekt. Ein Topic ist das, was üblicherweise im deutschen Vorfeld steht, bekannte Information, vorgenannte Information. Es war einmal eine Königin, hier sehen Sie so ein explitives S. Aber das ist kein echtes S. Das echte Subjekt ist nämlich hier, das ist kein echtes Subjekt. Das echte Subjekt ist hier die Königin. Das erkennen Sie daran, dass dieses S nicht mit dem finiten Verb kongruiert. Schauen Sie sich den zweiten Satz an. Es näherten sich Haie dem Strand. Da sehen Sie dieses finite Verb, das kongruiert mit dem echten Subjekt. Das sehen Sie aber eben nur dann, wenn das echte Subjekt im Plural steht. Und es gibt noch ein viertes S, und zwar ein Korrelat-S. Das ist auch ein Platzhalter im Vorfeld, aber das hat einen korrelierenden Subjektsatz. Also das ist ein Platzhalter im Vorfeld, das muss sogar nicht mal im Vorfeld stehen, jedenfalls ein Platzhalter im übergeordneten Satz für einen Nebensatz. Es ärgert mich, dass er immer trollt. Es ärgert mich, immer dazwischen zu stehen. Wer oder was ärgert mich, dass er immer trollt, immer dazwischen zu stehen? Und dieses S, das korreliert nur, das ist ein Platzhalter für dieses eigentliche Subjekt, das hier dann Satzform hat. Also vier verschiedene Funktionen von S. Und nur das echte Subjekt ist ein vollgültiges Subjekt. Das leere Subjekt ist ein grammatisches, aber kein semantisches. Das Expletive ist kein echtes Subjekt. Und das Korrelat S, das ist sowas wie ein, ja, da gibt es eben S als Subjekt und den korrelierenden Subjektsatz. Okay, jetzt kann man noch unterscheiden zwischen psychologischem und grammatischem Subjekt. Und damit beschreibt man genau das Auseinanderfallen von einem logisch-kognitiven und einem grammatischen Satzbegriff.
Also da, das ist das Logische, das Psychologische und das Grammatische Subjekt. Davon spricht man, weil eben eine logisch-kognitive und ein logisch-kognitiver und ein grammatischer Satzbegriff und Subjektbegriff nicht übereinzubringen sind. In sowas wie mich friert oder mir graut vor dir oder es graut mir vor dir, da ist das, worüber etwas ausgesagt wird, also mit anderen Worten der Satzgegenstand, das ist mich bzw. mir und nicht irgendeine Nominalphrase im Nominativ. Die gibt es hier nämlich gar nicht in diesen Sätzen. Vergleichen wir dagegen ich friere und es graut mir vor dir, dann haben wir hier auch Nominative, und die konkurrieren auch mit dem Verb. Ich friere und es graut mir vor dir. In dem oberen Fall haben wir es mit psychologischen Subjekten zu tun und im unteren Fall bei ich und es mit grammatischen. Der Punkt ist, sowohl bei mich friert, ist mich der Satzgegenstand, über den was ausgesagt wird, als auch bei ich friere. Nur mich steht eben nicht im Nominativ und ist deshalb kein grammatisches Subjekt. Es ist aber sowas wie ein logisch-kognitives Subjekt und deshalb nennt man das psychologisches Subjekt und das grammatische Subjekt, das ist das, was wir bisher schon besprochen hatten. Das im Nominativ steht und mit dem Verb konkurriert und so weiter. Gibt es auch Sätze ohne grammatisches Subjekt? Also wenn wir in der Folge von Subjekt sprechen, dann meinen wir immer das Grammatische. Ja, es gibt subjektlose Sätze. Das sind zunächst mal die vom Anfang, die wir ja in die Satzdefinition aufgenommen hatten. Syntaktisch selbstständige Konstruktion ohne Prädikat. Autsch und um Gottes Willen. Dann aber auch solche mit einem finiten Verb, nämlich Aktivsätze mit Prädikat, aber ohne grammatisches Subjekt. Mir graut vor dir und mich friert, die von eben, die hätten dann nur ein psychologisches Subjekt. Und dann aber auch sowas wie unpersönliche Passivsätze mit Prädikat. Gestern wurde viel gelacht und in der Kirche wird nicht getanzt. Hier sehen Sie, hier gibt es kein grammatisches Subjekt, aber es gibt ein finites Verb und das hat auch aus irgendwelchen Gründen die Form der dritten Person Singular. Gestern wurde viel gelacht und in der Kirche wird nicht getanzt. Und das ist sowas wie ein Standardwert. Wenn es kein Subjekt gibt, dann steht das Verb in der dritten Person Singular. Man kann nicht sowas sagen wie gestern wirst viel gelacht oder gestern wurden viel gelacht. Das ist nicht wohlgeformt. Und damit kommen wir zu den Objekten. Welchen Status hat das Objekt in der klassischen Philosophie? Hier können wir, und ich sage nicht klassischen Logik oder Grammatik, sondern Philosophie, hier müssen wir einen anderen Gegensatz aufmachen, nämlich den zwischen Subjekt und Objekt im Sinne des Folgenden, dass das Subjekt nämlich ein wahrnehmendes, denkendes, fühlendes Wesen ist und das Objekt eben das von diesem Subjekt wahrgenommene, gedachte oder gefühlte. Das heißt, wörtlich genommen von Objektum, etwas, das dem Subjekt entgegengeworfen wird. Mit anderen Worten, Wahrnehmungs-, Denk- oder Fühlgegenstände. Und welchen Status hat das Subjekt in der klassischen Grammatikbeschreibung? Hier ist es so, dass das Objekt erstmal nicht sichtbar ist, wenn man sich die klassische Zweiteilung des Satzes in Subjekt und Prädikat anschaut. Die hatten wir ja schon gesehen bei der Diskussion des Prädikats und des Subjekts, sondern wenn wir ins Prädikat nochmal reinschauen, dann finden wir auch die Objekte. Wir haben das Prädikat wiederum, das sich zusammensetzt aus dem Verb und auch Verbteilen, die den Vorgang oder das Geschehen ausdrücken.
und dann die Objekte, die sozusagen direktes oder indirektes Ziel dieser vom Verb und seinen Verbteilen ausgedrückten Vorgänge und Geschehen sind. Wie kann man jetzt Objekttypen systematisieren? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sie nach Bedeutung systematisieren, nach Kodierung, nach Rektion, also nach ihren Rektionseigenschaften und nach Grad. Und wir fangen an, sie nach Bedeutung zu systematisieren. Da können wir fragen, welche schematischen Bedeutungen drücken Objekte aus? Also damit sind jetzt alle Objekte gemeint. Und da finden wir zunächst einmal sowas wie affizierte Objekte. Das heißt, dass die Objekte sind Gegenstände, die von dem Geschehen betroffen sind oder die das Geschehen durchlaufen, so wie in den Ball schießen, die Fenster streichen oder das Huhn schlachten. Das Huhn ist hier von dem Geschehen betroffen bzw. durchläuft das Geschehen zu seinem ausgesprochenen Schaden. Dann gibt es demgegenüber auch effizierte Objekte. Das sind nicht solche, die das Geschehen durchlaufen oder davon betroffen sind, sondern die werden durch das Geschehen erst hervorgebracht oder entstehen dadurch. Einen Kuchen backen, der Kuchen kommt in die Wirklichkeit dadurch, dass er gebacken wird. Genauso wie der Brief und bei den Briefschreiben und das Kind in ein Kind gebären. Also hervorgebrachte Objekte. Dann kognate Objekte. So heißen Objekte, die eigentlich in der Verbbedeutung schon mit ausgedrückt sind. Ja, wenn Sie denken, dann ist klar, dass Sie auch einen Gedanken haben. Und das müssen Sie auch üblicherweise nicht als grammatisches Objekt ausdrücken, aber das passiert trotzdem manchmal in bestimmten Kontexten. Also einen Gedanken denken, also was weiß ich, einen hinterlistigen Gedanken denken, den Schlaf der Gerechten schlafen, einen Kampf für das Gute kämpfen. Da sehen Sie, wie kognate Objekte realisiert werden. Dann gibt es auch noch sowas wie verkappte Objekte, die heißen verkappte Objekte, weil sie grammatisch keine Objekte des Verbs sind, sondern über eine andere Wortart oder eine andere syntaktische Funktion vermittelt sind, zum Beispiel als Attribute. Also wir können sowas sagen wie nichts außer süßes Essen. Da ist das Süße nicht direkt vom Verb abhängig, also nicht direkt ein Objekt des Verbs, sondern das wird von außer regiert. Und deshalb ist das ein verkapptes Objekt. Gucken wir an, wie man Objekttypen nach Kodierung systematisieren kann. Das ist jetzt eine sprachtypologische Sache. Das heißt, in dem weltweiten Sprachvergleich, in der Sprachtypologie, da nimmt man universelle, prototypische, semantisch-syntaktische Rollen an und die nennt man S, A, P, A, T und G. Was verbirgt sich hinter diesen Rollen? S, das ist ein Subjekt eines intransitiven Satzes, sowas wie der Ball rollt oder er lacht. Also da ist der Ball oder er, die repräsentieren diese S-Rolle eines intransitiven Satzes. A ist ein Agens und P ist ein Patiens eines transitiven Satzes. Also ein Handlungsträger und ein Handlungsbetroffenes eines transitiven Satzes. Er rollt den Ball. Dann ist er der Handlungsträger Agens und den Ball das Patiens eines transitiven Satzes. Und A, T und G, das ist jetzt eben in einem ditransitiven Satz mit drei Mitspielern, sind das Agens, Thema und Ziel eines ditransitiven Satzes. Er rollt ihm den Ball zu. G steht für Goal. Er rollt ihm, dem Goal, den Ball
das Thema zu oder er rollt den Ball zu ihm. So, was machen wir damit? Wir sehen jetzt, dass im Deutschen diese drei Rollen hier, das S, also das Subjekt des intransitiven Satzes, das Agens des transitiven Satzes und das Agens des ditransitiven Satzes im Deutschen identisch kodiert werden, und zwar mit dem Nominativ. Ja? Der Ball rollt, er lacht, er rollt den Ball, er rollt ihm den Ball zu, immer die gleiche Kodierung, Nominativ. Und jetzt können wir sehen, die Rolle P, also das Patiens in einem transitiven Satz und das Thema in einem ditransitiven Satz, die werden ebenfalls identisch kodiert, nämlich mit einem Akkusativ. Er rollt den Ball, er rollt ihm den Ball zu, er rollt den Ball zu ihm, immer Akkusativ. Und die G-Rolle, Goal, Ziel, die wird im Deutschen kodiert mit einem Dativ bzw. mit einer Präposition. Da sehen Sie hier, er rollt ihm, Dativ, den Ball zu, er rollt den Ball zu ihm mit einer präpositionalen Markierung. So, und das ist die semantisch-syntaktische Kodierung im Deutschen. Diese Kodierungen können in anderen Sprachen und sehen auch tatsächlich in anderen Sprachen anders aus. Das heißt, hier, was da gleich kodiert wird an Rollen, das funktioniert in anderen Sprachen anders. Im Deutschen funktioniert es so und das nennt man Akkusativsprache. Es gibt viele Akkusativsprachen und Deutsch ist eine davon. So, und jetzt können wir sagen, diese Rollen hier und so wie die kodiert werden, die nennt man direktes Objekt. Und das ist genau der Punkt hier bei dieser Klassifizierung der Objekte nach Kodierung. Wenn P und T gleich kodiert werden, dann spricht man bei denen von direktem Objekt. Das direkte Objekt ist nämlich direkt, also unmittelbar, von dem durch das Verb ausgedrückte Geschehnis betroffen. Er rollt den Ball. Und bei dem G sprechen wir von einem indirekten Objekt, aber nur insofern es als Dativ realisiert ist. Also er rollt ihm den Ball zu. Hier hätten wir es mit einem indirekten Objekt zu tun. Dieses präpositionale Objekt nennt man in der Regel nicht indirektes Objekt, obwohl es auch die G-Rolle hier repräsentiert. Und das indirekte Objekt ist von diesem Geschehnis, das durch das Verb ausgedrückt wird, indirekt betroffen, das heißt mittelbar. Oft werden zu diesen indirekten Objekten alle Genitiv- und Dativobjekte gezählt, und zwar auch unabhängig davon, ob sie in transitiven oder ditransitiven Sätzen auftauchen. So, jetzt können wir die Objekttypen auch noch nach Rektion systematisieren. Wir haben angefangen mit der Bedeutung, affiziert, effiziert und so weiter, dann nach Kodierung. Da ist rausgekommen die Unterscheidung zwischen indirekten und direkten Objekten. Und jetzt gucken wir nach der Rektion. Man kann jetzt Objekte je nachdem unterscheiden, was ein Verb für Objekte regiert. Und dann finden wir Akkusativobjekte, Dativobjekte, Genitivobjekte und Präpositionalobjekte. Welche Eigenschaften hat das Akkusativobjekt? Das sind die prototypischen Objekte im Deutschen, also solche Objekte, die den Akkusativ tragen müssen, weil das vom Verb so gefordert wird. Das Verb regiert diesen Akkusativ bei den Verben, bei den Objekten. Also ich sehe, sage, lege, esse, trinke und so weiter, eine NP im Akkusativ. Die fallen mit direkten Objekten zusammen, also ich lege ihm das Buch in sein Fach. Das heißt, direkte Objekte, wenn wir die Objekte nach der Kodierung
systematisieren, sind immer auch Akkusativobjekte, wenn wir sie nach der Rektion systematisieren. Die Sätze mit solchen Akkusativobjekten sind meistens passivierbar, also jemand wird gesehen, etwas wird gesagt, etwas wird gelegt, etwas wird gegessen, gelesen, geschaut, geliebt. Und sie werden mit wen oder was erfragt. Wen oder was sehe ich, was sage ich, was lege ich irgendwo hin, was esse ich und so weiter. Und welche grammatischen Einheiten können als Akkusativobjekt fungieren? Das sind tatsächlich die gleichen wie die, die auch als Subjekt fungieren können. Also erstmal Substantive, Pronomen bzw. Nominalphrasen. Badegäste greifen den Hai an, ihn an, den weißen Hai Willibald, den Hai mit der Harpune im Rücken, jemanden, der Badeklamotten stiehlt und so weiter. Dann auch hier die substantivierten Zahlwörter, substantivierten Adjektive und auch Nebensätze. Alle befürchteten, dass der Hai Badegäste angreift. Alle befürchteten wen oder was, dass der Hai Badegäste angreift. Substantivierte Infinitive, neuerdings lässt er das Trinken, Infinitive mit zu, sie erwartet im Studium viel zu lesen, auch erweiterte Infinitive mit zu, sie nahm sich vor, auch schwierige Texte zu lesen, wen oder was nahm sie sich vor, auch schwierige Texte zu lesen. Und dann natürlich wieder die metasprachlich gebrauchten Ausdrücke. Kann man morphologisch und syntaktisch nicht vom Stamm trennen? Wen oder was kann man morphologisch und syntaktisch nicht vom Stamm trennen? B. Und auch bei den Objekten kann man fragen, welche Funktionen und Sonderfunktionen dieses berüchtigte Pronomen S hat. Schauen wir zum Subjekt zurück. Da hatten wir ja gesehen, es gibt S als echtes pronominales Subjekt, S als leeres Subjekt, S als expletives Subjekt. Ja, wenn man kein Topic hat, kann man damit das Vorfeld besetzen. Und ein Korrelat S, ein Platzhalter für einen korrelierenden Subjektsatz. Wenn wir uns das Objekt anschauen, dann sehen wir, dass S als leeres Objekt gibt es nicht und das S als expletives Objekt gibt es ebenfalls nicht. Aber es gibt das S natürlich als echtes Akkusativobjekt, also als echtes Platzhalterpronomen mit Akkusativobjektfunktion. Mein Kind ist krank, ich lege S ins Bett. Und es gibt auch ein Korrelat S für ein Akkusativobjekt, für einen korrelierenden Objektsatz. Beispiel wäre, ich verabscheue es, dass er immer trollt. Ich verabscheue es, immer an Trolle zu geraten. Und hier ist dieses S im übergeordneten Satz ein Platzhalter mit Akkusativobjektfunktion für diesen Objektsatz. Rechts daneben sehen Sie nochmal das analoge Korrelat S für einen Subjektsatz. Es ärgert mich, dass er immer trollt. Ich verabscheue es, dass er immer trollt. So, welche Besonderheiten und Verwechslungsgefahren gibt es beim Akkusativobjekt? Die gibt es nämlich auch. Es gibt bei einigen wenigen Verben nämlich doppelte Akkusativobjekte. Der Fehler kostet den Kerl den Job. Sie fragt den Jungen die Vokabeln ab und sie lehrt den Schüler Grammatik. Hier haben wir tatsächlich zwei Akkusative, die vom Verb regiert werden. Einer davon funktioniert wie bei ditransitiven Verben so wie indirekte Objekte. Die drücken nämlich sowas wie einen Rezipienten aus. Ja, den Kerl, Rezipient, sie fragt den Jungen die Vokabeln ab. Das ist sozusagen der Rezipient des Abfragens. Und sie lehrt den Schüler Grammatik. Da ist der Schüler auch sozusagen Rezipient des Lehrens. Und diese Verben und auch diese Objekte, die haben bestimmte Eigenschaften. Kosten, da können wir nicht passivieren. Wir können nicht sowas sagen wie, der Job wird den Kerl von dem Fehler gekostet.
und wir können auch nicht, der Kerl wird den Job von dem Fehler gekostet sagen. Es ist ja normalerweise so, bei einer Passivierung mit einem Werden-Passiv, dass das Akkusativobjekt zum Subjekt des Passivs wird. Wir sehen, das funktioniert hier für beide Akkusative nicht. Bei sie fragt den Jungen die Vokabeln ab, finden wir, die Vokabeln werden abgefragt, das kann man sagen, aber man kann dabei nicht den Jungen mitrealisieren im Passiv, dann wird der Satz ungrammatisch. Wir können nicht sagen, die Vokabeln werden den Jungen abgefragt. Das funktioniert nicht. Wir können auch sagen, der Junge wird die Vokabeln von ihr abgefragt. Und hier sehen Sie, dass man das andere Objekt in diesem Passiv beibehalten kann. Das ist ein seltsames Phänomen, auf das ich hiermit aufmerksam machen will. Schauen wir uns auch noch, sie lehrt den Schüler Grammatik. Dann können wir wiederum, Grammatik wird von ihr gelehrt, gut sagen, wohlgeformt, aber wir können nicht den Schüler, hier den Rezipienten des Lehrens, mit ausdrücken in diesem Passiv. Das ist genauso wie bei dem Abfragesatz ungrammatisch. Wenn wir aber den Schüler zum Subjekt machen, der Schüler wird Grammatik von ihr gelehrt, dann funktioniert das. Dann können wir auch die Grammatik im Passiv mit ausdrücken. Das Akkusativobjekt ist auch leicht zu verwechseln mit einem Objektsprädikativum. Wir können so Sätze haben wie, sie lehrt den Schüler den Salto. Da haben wir tatsächlich zwei Akkusativobjekte, haben wir eben gesehen. Der Schüler wird den Salto gelehrt. Und wenn Sie damit vergleichen, einen Satz mit einem Objektsprädikativum, sie nennt den Schüler einen Halotri, da finden Sie ja auch zwei Elemente, die einen Akkusativ tragen, den Schüler und einen Halotri, aber nennen, das ist so ein, das ist eine Kopula für Objektsprädikativa und nicht ein Vollverb, das zwei Akkusativobjekte fordert. Das sehen Sie daran, dass Sie diese Strukturen daraus bilden können. Der Schüler wird ein Halotri genannt und ein Halotri wird der Schüler genannt. Das heißt, das Objektsprädikativum, das kann zu einem Subjektsprädikativum werden, wenn man diesen Satz mit Nennen in ein Passiv umformt. Dann kann man diese echten Akkusativobjekte auch noch mit absoluten Akkusativen verwechseln. Sie arbeitet den ganzen Tag, sie fährt eine Stunde, sie isst die ganze Zeit. Hier können wir nicht fragen, wen oder was arbeitet sie den ganzen Tag, wen oder was fährt sie eine Stunde, wen oder was isst sie die ganze Zeit. Ja, mit das Auto und Brot könnten wir darauf antworten, aber nicht mit eine Stunde und die ganze Zeit. Daran sehen Sie, dass solche absolute Akkusative wie eine Stunde und die ganze Zeit, die tragen zwar den Akkusativ, das sind aber keine Akkusativobjekte, man kann sie nicht erfragen als solche, sondern das sind adverbiale Angaben. Also Akkusativobjekte müssen auch von adverbialen Angaben unterschieden werden, die den Akkusativ tragen und die nennt man dann absolute Akkusative. Kommen wir zu den Dativobjekten. Welche Eigenschaften haben die? Dativobjekte bilden die indirekten Objekte. Das sind die, die nach Kodierung indirekten Objekte. Die sind Dativobjekte, manchmal auch Genitivobjekte, aber die Dativobjekte zählen zumindest zu den indirekten Objekten. Dativobjekte behalten auch im Werden-Passiv den Dativ, also ein Brief wird Ihnen geschickt. Sie schickt Ihnen einen Brief. Dieser Dativ bleibt zwischen Aktiv und Passiv erhalten. Und
Dativobjekte werden mit wem erfragt. Wem schickt er einen Brief? Ihnen. Welche grammatischen Einheiten können als Dativobjekt fungieren? Das können Substantive, Pronomen, Relativsätze und alles Mögliche substantiviert sein. Also sie erzählt Kindern Märchen, sie erzählt ihnen Märchen, sie erzählt wem sie will Märchen, sie erzählt den Beleidigten Märchen. Das kann auch zum Beispiel ein substantiviertes Adjektiv sein. Sie gewinnt dem dunklen Lila nichts ab. Und auch beim Dativobjekt gibt es tatsächlich ein Korrelatpronomen. Das ist aber jetzt kein S mehr, sondern ein Dem. Ja, erinnern Sie sich, wir haben Korrelat S für das Subjekt, wir haben Korrelat S für das Akkusativobjekt und wir haben auch ein Korrelatpronomen jetzt für das Dativobjekt. Aber das ist nicht mehr S, sondern Dem. Beispiel wäre, ich stehe dem kritisch gegenüber, dass er immer trollt oder immer an Trolle zu geraten. Man kann jetzt oder man sollte auch die Dativobjekte von sogenannten freien Dativen unterscheiden. Dativobjekte, die sind immer via Valenz vom Verb gefordert und können daher auch nicht oder nur in sehr speziellen Kontexten weggelassen werden, ohne dass der Satz nicht mehr wohlgeformt ist. Und sogenannte freie Dative, die können sehr vielen Konstruktionen frei hinzugefügt werden. Die werden also auch nicht von der Verbvalenz gefordert. Und die sind oft mit Präpositionalphrasen paraphrasierbar und grundsätzlich weglassbar. Also ein Dativobjekt wäre zum Beispiel bei Vertrauen, sie vertraut ihr. Und bei Geben, sie gibt ihm den Nagel. Und freie Dative wären, er redet ihr zu viel oder er backt ihr ein Brot. Diese Dative sind weglassbar und sie sind relativ gut, also oft perfekt und manchmal immer noch akzeptabel, ersetzbar oder paraphrasierbar mit Präpositionalphrasen. Er backt ein Brot für sie, ist perfekt und auch eine gute Paraphrase für diesen freien Dativ. Kommen wir zu den Genitivobjekten, also Objekte, die so wie das Verb es möchte im Genitiv stehen. Die sind im Deutschen selten geworden und oft archaisch. Sie gedenken der Opfer, sie entsinnen sich der Episode, sie bezichtigen ihn des Raubs. Die finden sich häufig in erstarrten Konstruktionen. Er erfreut sich bester Gesundheit. Sie ist des Landes verwiesen worden. Das sind ziemlich feststehende Ausdrücke. Die treten oft mit Akkusativobjekten auf. Sie bezichtigen ihn des Raubs. Er entledigte sie ihres Eigentums. Und die treten allein, also wenn sie nicht mit einem Akkusativobjekt auftreten, oft mit reflexiven Verben auf. Ich erinnere mich einer Episode. Ich schäme mich seines Benehmens, ich brüste mich der Episode im Ferienlager. Welche grammatischen Einheiten können als Genitivobjekt fungieren? Das sind die üblichen Verdächtigen, Substantive, Pronomen, alles mögliche substantivierte, erweiterte Infinitive, Sätze. Also sie entsann sich der Kinder, der Beleidigten, ihn gesehen zu haben, dass sie ihn gesehen hat. Und auch gibt es wiederum ein Korrelatpronomen beim Genitivobjekt, und zwar dessen. Ich entsinne mich dessen, dass er immer trollt, beziehungsweise immer an Trolle zu geraten. Das heißt, wir haben für alle drei Objektarten und das Subjekt Korrelatpronomen. Schauen wir uns jetzt noch an die Präpositionalobjekte. Die Präpositionalobjekte erhalten ihren Kasus durch Präpositionen. Die sind wiederum fest mit Verben verbunden. Also die Verben regieren Präpositionen und die Präpositionen
weisen Kasus an die Präpositionalobjekte zu. Sie wartet auf oder hofft auf Besserung. Sie gehen gegen die Pandemie vor. Willst du mir zu einer Kur raten? Diese Präpositionalobjekte werden also nicht durch beliebige Präpositionen oder Präpositionstypen regiert, sondern die fordern immer ganz bestimmte Präpositionen, also nicht sie wartet unter, hinter und sowas, Besserung, sondern es muss auf sein. Und sie gehen auch nicht für die Heilung vor, sondern vorgehen braucht gegen als Präposition und keine andere. Und bei raten braucht zu als Präposition und keine andere. Die Präpositionalobjekte, bei denen sind die Präpositionen semantisch oft leer. Das sehen Sie daran, dass bei Warten auf Besserung oder Raten zu einer Kur, das ja eigentlich lokale Präpositionen sind, aber weder Besserung noch Kur bilden Orte oder Zielorte von Bewegungen, sondern hier sind die Präpositionen semantisch sozusagen entleert. Das ist ein Kennzeichen der Präpositionen bei Präpositionalobjekten. Welche Einheiten können als Präpositionalobjekt fungieren? Das sind Substantive, Pronomen und substantivierte Ausdrücke. Also sie hütete sich vor Kindern, sie hütete sich davor, vor ihnen oder davor, sie hütete sich vor Beleidigten. Und auch hier gibt es wiederum ein Korrelatpronomen, und das ist eine Proform, es ist kein Pronomen, weil es nicht für einen Nomen steht, sondern für eine Präpositionalphrase, deshalb sagt man Proform dazu und nicht Pronomen. Das ist hier zum Beispiel davor. Ich hüte mich davor, dass er immer trollt, beziehungsweise ich hüte mich davor, immer als an Trolle zu geraten. So, und zuletzt kann man Objekttypen auch noch nach Grad differenzieren. Es gibt nämlich Objekte ersten Grades und zweiten Grades. Objekte ersten Grades, das sind die Objekte, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Objekte zweiten Grades sind Objekte, die von prädikativen Adjektiven regiert werden, statt von lexikalischen Verben. Also schauen wir uns Beispiele an. Er ist sich des Dilemmas bewusst. Hier sehen Sie, das ist zunächst ein prädikativer Satz. Er ist sich bewusst oder er ist unkundig. Sie merken aber, dass dieser Satz ist unvollständig. Und deshalb gibt es hier ein Genitivobjekt, aber dieses Genitivobjekt ist kein Objekt des Verbs, sondern hier des prädikativen Adjektivs, bewusst. Bewusst regiert diesen Genitiv und unkundig regiert diesen Genitiv ebenfalls. Und deshalb spricht man von einem Objekt zweiten Grades, weil das nicht vom Verb abhängig ist, sondern vom prädikativen Adjektiv. Das kann auch ein Dativ sein. Er ist dem Freund teuer oder er ist dem Freund böse, zuwider oder egal. Auch hier, dem Freund ist nicht vom Verb regiert, sondern von diesen Adjektiven. Es kann auch ein Akkusativ sein. Er ist den Kummer wert, er ist den Kummer los, er ist den Kummer müde, er ist den Kummer gewohnt, er ist den Kummer leid. Diese Adjektive regieren ein Akkusativobjekt und wenn Sie eben prädikativen Satz als Prädikativum vorkommen, dann regieren Sie eben ein Akkusativobjekt zweiten Grades. Und das können auch Präpositionalobjekte sein. Er ist böse auf ihn, fähig zur Empathie und besessen von ihm. Das gleiche Spiel. Und damit sind wir am Schluss.
Wir haben heute jede Menge durchgenommen. Was ist ein Satz? Was ist ein Prädikat und welche Eigenschaften haben Prädikate? Welche Eigenschaften haben Subjekte? Welche Eigenschaften haben Objekte? Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei den adverbialen Bestimmungen und den Attributen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.